Wir beginnen mit ein paar Anmerkungen über Erleuchtung. Von den östlichen Traditionen wird das große Finale und die Krönung menschlichen Daseins als Erleuchtung beschrieben. Erleuchtung ist einfach. Die Schwierigkeit scheint darin zu bestehen, und das ist ein Mantra, das ich gebetsmühlenartig wiederhole, dass die Menschen ihre eigene Welt bereit sind aufzugeben und dass ihr Interesse nicht wirklich ausreichend ist. Wir könnten Erleuchtung einfach als die vollkommene und bewusste Verschmelzung mit der letzten Wirklichkeit beschreiben. Eine andere Definition wäre eine Offenbarung des kosmischen Witzes. In der Biografie, der dreibändigen Biografie über Babaji, die wir in Deutsch herausgegeben haben, berichtet Babaji von einigen Menschen, die zu ihm kamen, weil sie irgendwo gehört hatten, da sei jemand, der könne ihnen Gott zeigen. Da ist beispielsweise die Geschichte von einem jungen Mann, einem jungen Inder, der bei ihm anklopft mit dieser Frage. Und Babaji bittet ihn erstmal herein. Doch kaum hat der Dialog begonnen, hört der junge Mann, dass draußen vor der Tür sein Bruder steht. Er ist ihm hinterhergelaufen. Er bittet Babaji kurz zu warten. Es stellt sich heraus, dass dieser Bruder ihn bittet, mitzukommen. Es ginge um wichtige Hochzeitsangelegenheiten. So geht der junge Mann wieder hinein und bittet Babaji, so lange zu warten, bis er wieder da ist. Doch als der junge Mann dann nach Stunden zurückkehrt zu Babajis Haus, lässt Babaji ihn nicht mehr herein. Er sagt zu ihm, wenn du zu mir kommst und ich soll dir Gott zeigen und die erste weltliche Angelegenheit ist dir wichtiger als das, bist du nicht wirklich interessiert daran, dass ich dir Gott zeige. Diese Geschichten mögen noch komisch klingen. Aber wenn wir die westlichen Menschen anschauen, finden wir andere Geschichten. Aber am Ende Geschichten mit der gleichen Absicht. Die westlichen Menschen sind es gewohnt, zu konsumieren. Konsum ist ihre Welt und ihre Haltung. Diese Haltung des Konsums übertragen sie auch auf die spirituelle Frage. In dieser Position sind sie der Meinung, sie könnten Forderungen stellen.
Forderungen ihres Eigenwillens. Da sind wir mitten in der Schwierigkeit dieser Angelegenheit. Und ich sagte ja zuvor, sie sei einfach. Ist sie auch. Wir sind gewöhnlich in anderen Welten absorbiert. Meist sind es Sinneswelten, manchmal Gefühlswelten, die uns absorbieren. Die gesamte äußere Welt, überhaupt, was wir als Welt bezeichnen, ist ja im Grunde eine Sinneswelt. Die Absorption darin vergröbert das Innenleben des Menschen und veroberflächlicht es. Mit der Beobachtung von Gedanken beginnt dieser erste Schritt, die erste Praxis, die große Praxis der Innenkehr. Es ist noch nicht die Haltung von Meditation, aber in Wahrheit schließt sich auch am Ende die Beobachtung von Gedanken und der Zustand von Meditation gar nicht aus. Es ist auch ein Missverständnis mancher Menschen, die glauben, Meditation sei nur in Gedankenfreiheit möglich. Dem ist nicht so. Wenn wir dann begonnen haben, die Aufmerksamkeit radikal umzukehren und Gedanken wahrzunehmen, können wir uns beginnen, wie in so einem Retreat, der wesentlichen Frage zu stellen. Die wesentliche und noch wesentlichere Frage ist, wer denkt diese Gedanken? Also, wer ist der Denker? Denn der Schlüssel zur Erleuchtung. Der Schlüssel zur Erleuchtung, wie er auf diesem Wissensweg vermittelt wird, ist nicht in den Gedanken zu finden, sondern im Denker. Jetzt den Versuch zu machen, den Denker zu finden, löst eine Vielzahl von Gedanken aus. Was dazu führt, dass wir schnell zu dem Schluss kommen, dass der Denker mit Gedanken nicht erkannt werden kann. Und wir uns im Kreise drehen. Womit wir wieder bei der zentralen Anweisung des Weges der Stille angelangt sind. Sie lautet: Sei still.